Willkommen zurück zu Let's Play Doom. Ich hab Schiss, ich bin da Svena, aka Private Chili Pimmel mit einem MG und Herzklopfen. Und irgendwie sehe ich hier gerade nichts, was uns gefährlich werden kann. Das heißt natürlich nicht, dass es hier nicht irgendwas gibt. Oh komm, links und rechts frei, ja? Ich will da nicht runter. Da will ich auch nicht runter. Oh. What the? Okay, ich gehe nochmal ein paar Schritte zurück. Na, ich sollte vielleicht mal nachladen. Na komm schon, erst werft ihr mit Sachen nach mir, ja? Und dann versteckt ihr euch, oder was? Ihr seid ja lustige Klabautermänner. Na komm, jetzt ist es aber mal langsam gut hier. So. Ihr denkt, ich bin schlau? Nein, ihr denkt, ihr seid schlau? Ich bin auch schlau. Ich gehe nämlich sogar ohne Taschenlampe aus dem Haus. Ja. Bevor ich hier jetzt die Treppe hochgehe und mich verblüffen lasse, was da abgeht. Erstmal ein wunderschönes Hallo an Numelum und Crystal Ragnarök LP 1993, Sephiroth und Grasauge. Willkommen zu Let's Play Doom 3 in meinem Livestream im Hintergrund, was all meine ganzen Leute hier nicht sehen können, die dieses Spiel spielen. Auch ein herzliches Willkommen an meine Freundin, die hier gerade unbeteiligt neben mir sitzt und irgendwas hört und spielt. Aber danke fürs Einschenken des Weins. Ja, und da kriege ich ein Hey, hey, Grasauge. Gut, es geht hier weiter. Irgendwer wirft hier mit Sachen nach mir. Nö, 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 du nicht. Junge. Ja. Diesmal war das definitiv souverän von mir. Ohne viel Stress, ohne viel Gekreische. Selten, dass man so etwas von mir hört. Aber mein MG neigt sich langsam dem Ende. Deswegen schalte ich mal auf Minigun um, für die ich noch weniger Munition habe. Vielleicht sollte ich einfach mal versuchen zu zielen, das bringt vielleicht auch was. Oh ja, danke für so viel Licht in diesem Spiel. Oh nein, ein Stuhl! Haltet ihn mir vom Leib, der fliegt doch gleich wieder. Was ist das hier? Stromausfall. Reservebatterien an, sichern Sie Ihre Dateien. Datensicherung, Sicherung durchgeführt. Herunterfahren. Mhm. Wozu war das jetzt gut? I don't know. Und da kommt gleich wieder was angeschissen. Von da. Doch nicht? Ah, nö, doch nicht. Glück gehabt. Was zum? Wo? Was? Wie? Wo? Was? 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 Wieso kommst du auf einmal da angeschissen? Wo kam der denn auf einmal her? Ach ja, natürlich. Wieso auch nicht? Wieder solche komischen, dreckigen Räume, die aus dem Nichts erscheinen. Komm, diese Treppe hier, die sieht ja nur wirklich... Also guckt euch das an.
Arbeitssicherheit wird hier so dermaßen klein geschrieben, ja. Die Leute, die wundern sich, warum hier irgendwelche Leute krepieren. Der Nächste, der hier lang gelaufen wäre, hätte sich entweder mindestens ein Bein gebrochen, das Bein abgerissen, oder wäre rund 4 Meter in die Tiefe gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, ja. Also bitte, das ist doch keine Arbeitssicherheit hier in diesem Spiel. Oh, Willi! Könnt mal bitte aufhören, mein Herz so zu pochern? Das würde mir wesentlich entgegenkommen. What the? Ah, mit sowas habe ich gerechnet. Was zum? Oh, super. Au. Warum springe ich auch ausgerechnet in dir rein? So. Ich mag mein MG. Ich wollte das nicht leer machen. Deswegen bin ich mal ganz kurz auf Shotgun gewechselt. Gut hier, Leute. Star Trek ist zu Ende. Jetzt reicht's mal mit dem Rumteleportieren, bitte. Oh, was ist das denn hier? Kann ich das öffnen? Och, Manno. Munition. Ich hasse verschlossene Munition, ja. Oh, ich mach die Tür auf und da ist nix. Hm. Dafür ist meine Batterie hier. Meine Batterie hier fast leer. Dich habe ich gesehen. Du hast mir keine Angst bereitet. Was ist das hier? Na, 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 na. Komm mal klar, Junge. Oh, kann man aufhören, diese Maschine so hässliche Töne zu spucken? Ah, Munition, das ist gut. Was ist das hier? Ich höre hier doch was. Okay, was brauche ich dafür? Autorisierte Personen, H. Perry und Lipsitz. Okay. Dann suchen wir mal nach H. Perry und Lipsitz. Habe ich zufällig von denen schon mal irgendwas hier? Perry, 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 Perry. Nö. E-Mail? Nö. Das ist natürlich uncool. Oh, ich wollte dir den Kopf schießen, aber ich merke, du hast ja gar keinen. Hört mal auf, hier so komische... Okay, ich mache hier mal Quick Save. So, Stromausfall, Reservebatterien. Och, hallo, jetzt ist aber mal gut hier, du olles, doofes Vieh, du. Mann. Wow, 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 wow. Du hättest mir zumindest ein bisschen ihr Equipment lassen. Ah. Ah. Hier ist eine Leiter. Eine Leiter. Oh, eine... Oh. Oh. Bin ich froh, dich zu sehen. Du lebst? Allein hier unten und das ist echt unangenehm.
Am Hydrogon ist was durchgebrannt und es ist instabil. Vorsicht mit der Waffe. Ein Querschläger in die Glasschilde und der ganze Bereich kann hochgehen. Der Typ lebt. Ich versuche das Ding zu stabilisieren. Wenn ich das unter Kontrolle habe, gehe ich zum Wissenschaftsbüro. Ich komme darauf nicht klar. Der Typ lebt. Weißt du, über was hier abgeht? Okay, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das hier nicht hinbekomme. Das ist reiner Reflex gewesen, dass ich ihm eine gelatscht habe. Ernsthaft. So, wessen PDA haben wir denn da? Ah, Lipsitz! Gut, boah. Bin ein bisschen dunkel. Aber ich muss nochmal hier. Ich hab doch gerade was schon wieder gehört. Ach so, das ist wahrscheinlich der hinter der Tür steht eigentlich. Ach, weißt du was? Ich finde dich da unten ja so nett. Hier, nimm die. Na gut, ich bin mal so frei und speichere hier nochmal ab. Was ist denn das da für ein komischer pulsierender Monitor? Heißt das nur, dass ich eine neue Nachricht habe oder so? Keine gespeicherten Dinger, E-Mail. Achso, nebenbei, ich hatte in einer Folge, hatte ich ja mal gefragt, ob es diese eine bestimmte Nachricht auch wirklich gibt. Nee, E-Mail-Adresse. Nee, was war denn das? Nee, von Berger war es nicht. Von William Banks, glaube ich, war das. Nee, das war es nicht. Ich muss gerade mal gucken. Da war auf jeden Fall eine Website angegeben. Das war ziemlich lustig. Weil ich habe mir nämlich wirklich den Spaß erlaubt. Ah, genau, da ist es doch. MartianBuddy.com. www.martianbuddy.com. Das ist ziemlich cool, weil auf über diese Mail, Adresse kommt ihr nämlich genau auf die Werbepage von Page von Doom 3. Voll der Insider. Ja, ich habe mir mal wirklich den Spaß erlaubt und hopp. So. Jetzt sag mir nicht, du lebst noch. Ich habe dir extra so ein schönes kleines Handgranatending runtergeschmissen, ja? Sag mal bitte nicht, dass es umsonst war. Bam. 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 Oh. Noch mehr Bam. Oh Mensch. Aua. Aua. Hör auf, mir weh zu tun. So, was ist jetzt davon? Mano. Hast du ein Glück, dass hier Lebenspunkte rumliegen? Ja. Das war ein schönes Geräusch. Ich habe dieses Geräusch echt gern. Wenn es mich in Ruhe lassen würde. Okay. Ich quicksave an dieser Stelle nochmal. So. Drück Escape und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Doom 3. Ich mache an dieser Stelle eine kleine Pause, ein wenig um mich zu beruhigen und ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denn.